So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meiner Hundeschule. Ja, heute spiele ich mal mit meinem Rico mit Bumerang. Aber was ganz wichtig ist, ist, wir kommen zu einer ganz wichtigen Komponente, die vielerseits außer Acht gelassen wird. Das ist nämlich, wann gebe ich am besten meinem Hund Kommandos, die er auch ausführt. Und das hat damit zu tun, das geht folgendermaßen. Wenn ich meinem Hund ein Kommando gebe, brauche ich Sichtkontakt. Ohne Sichtkontakt gehen die meisten Kommandos ins Leere. Ergo muss ich dafür sorgen, dass mein Hund auf irgendeine Weise mit mir Sichtkontakt aufnimmt. Und ist das einmal geschehen, kann ich dann dem Hund das eine oder andere als Kommando geben. So wie zum Beispiel die kleine Maus, die jetzt da ganz weit hinten sitzt. Und dann sage ich sie, Bonnie, komm mal hier. Komm mal hier. Ja. Und dann kommt sie langsam gewatschelt. Das hätte ich jetzt rufen können, wo sie nicht geguckt hat. Das hätte nicht viel gebracht. Aber sie hat ja rüber geguckt, als ich rüber zu ihr gesehen habe. Und somit konnte ich das Kommando geben. Also, will ich meinem Hund Kommandos geben, auch in der Erziehung, vor allen Dingen in der Erziehung, ist es wichtig, dass wir Blickkontakt haben. Bis zum nächsten Video.